Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Forge Modding Tutorial. Heute geht es um eine Granate. In dem letzten Tutorial hatten wir ja schon unsere Basic Entity Class erstellt, die hier drin ist. Und was dann für ein Fail? Oh ja, ganz noch vom Test. Weil wir machen nämlich heute eine Granate. Und hier ist unsere Basic Entity Class. Und ich habe einen Fail in der letzten gemacht, ich habe das auch schon als Anmerkung dran geschrieben. Hier stand Register Mod Entity und hier stand Null. Hier muss aber Entity Class stehen, sonst funktioniert das nicht. Ganz wichtig. Gut. Dann, für unsere Granate brauchen wir natürlich ein Item. Und ich habe auch hier schon eine Textur gemacht, wenn ich weiß wo. Da, Source, Main, Java, Assets, Tutorial, Textures, Items. Dann habe ich einen neuen Ordner gemacht, Granite, und da ist unsere Granate drin. Gut. Dann schreiben wir hier eine neue Variable, Granite. So, public static item touch Granite. Dann gehen wir hier runter und weisen der Variable etwas zu. Touch Granite ist gleich new. Tutorial Granite. Übergeben werden muss nichts und dann machen wir noch set unlocalized name. Den setzen wir tut Granite zum Beispiel. Dann machen wir noch die texture set texture name. Die Textur ist in unserem Fall mod. ID plus Doppelpunkt Granite, also unser Ordner, dann Granite. Dann passt das so und dann noch set creator tab und dann setzen wir das tab. Semikolon. Dann haben wir das, dann machen wir noch Game Registry. Game Registry.register Item. Dann übergeben wir touchGranite.get unlocalized name. Gut, dann haben wir das. Dann erstellen wir hier uns eine neue Klasse. Das machen wir gleich in ein neues Package. Das nehmen wir zum Beispiel Granate. Da habe ich was falsch geschrieben. Ja, da ist ziemlich falsch. Refactor. Rename. Okay. Granate. So. Ach, continue. Jetzt mach doch endlich du. So, was passt da jetzt schon wieder nicht? Tutorial. Ja. Stimmt, die Granate muss nämlich Extends Item machen. Import net.item, dann sollten die ganzen Fails weggehen. Und hier rein schreiben wir public, also machen wir gar nicht diese andere Methode, zum Beispiel, in die wir dann noch was zuweisen können, sondern einfach public. Wir machen den, wenn man rechtsklick mit dem macht, damit dann die Granate geworfen wird. Public, item, stack übergeben werden, muss natürlich der item stack, public, item stack on item right click on. Item, right, click. Oh, ich kann nicht schreiben. Item, stack, world. Müssen wir die world wirklich übergeben? Ja, world. Gut. World und entity. Oh. Entity. Hä? Achso. Entity player. Und ich spreche mit der Variable player. Dann auf, dann alles importieren. Dann mit Steuerung, Shift O. Das, also ich soll vielleicht Itemstack auch richtig schreiben. Gut, ja, Return Statement, das brauchen wir gleich. Dann prüfen wir erstmal, ob der Spieler im Creative Mode ist, weil wenn er im Creative Mode ist, müssen wir in dem ja nichts aus dem Inventar ziehen. If player.capabilities.com ist Creative Mode. Dann Item, wenn er minus, also wenn er
Ausrufezeichen bedeutet immer, wenn er nicht ist, also wenn er kein Creative Mode ist, machen wir Item Stack. Ja, warte. Minus minus Items Stack dort Stack Size. Dann wird ein Item weggenommen. Und wenn er Creative ist, also wenn er nicht Creative, hier wird geprüft, wenn er nicht Creative ist. Und wenn er das nicht ist, dann wird das gemacht. Aber wenn er es ist, dann wird das hier unten ausgeführt. Und wenn er es nicht ist, dann wird auch das ausgeführt. Aber dann wird es auch weiter unten ausgeführt. Also wenn er nicht Creative ist, wird auf jeden Fall nichts aus dem Inventar rausgezogen. So wollte ich das erklären. Gut, dann machen wir noch hier World dort Play Sound. Play Sound at Entity. Da können wir einen Sound abspielen lassen. Ich werde es mit dem Sound nicht erklären, da mache ich noch ein eigenes Tutorial drüber. Ich werde jetzt einfach einen vorhandenen Sound und so hernehmen. Und dieser heißt random.fizz. Ihr könnt euch natürlich einen eigenen ausruhen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann sucht einfach danach. Da gibt es sicherlich viele Tutorials. Dann müssen wir noch die Lautstärke, glaube ich, ist das erste, und das zweite ist die Schnelligkeit, wie es abgespielt wird. Ich weiß aber nicht ganz genau, also das kann ich euch leider nicht sagen. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall hört sich das ganz cool an. Dann fragen wir if, also wenn der Play, wenn die Welt, World, dort ist remote, wenn die Welt nicht remote ist. Ich weiß eigentlich nicht genau, was das bedeutet, aber wir brauchen wir das. Remote. Ach egal. Dann spawn Partikel, damit dann, wenn das recht cool aussieht, dann spawnen wir nämlich da so Partikel in der Welt. Dann, ach komm schon, ich bin dumm. Die Partikel spawnen wir natürlich nicht, weil das funktioniert nicht, sondern wir spawnen ein Entity. Spawn Entity in World. Ich passe gerade nämlich ziemlich abends und ich bin gerade irgendwie völlig durcheinander. Dann Tutorial Entity Granite. Da machen wir gleich eine neue Klasse. Und übergeben werden muss World und der Player. Wenn ich richtig schreiben könnte. Player. Und dann unten returnen wir dann noch. Return Item Stack. Dann passt das alles, dann machen wir uns noch diese Klasse. Die kommt im richtigen Package. Passt. Finish. Ah, die Klasse hat richtig viel Zeug schon drin. Das löschen wir erstmal alles raus. Das müssen wir sowieso danach nochmal reintun, aber das ist noch falsch, weil die soll nicht Entity Extends Entity, sondern Extends Entity Throwable. Weil wir wollen ein werfbares Objekt machen. Gut. In diese Klasse kommt jetzt erstmal Public. Was ist jetzt los? Public. Warum ist das so grau? Ist jetzt voll verbuggt. Oh, was ist jetzt los? Public. So, jetzt geht's wieder. War irgendwie voll der komische Bug gerade. Public. Tutorial. Real Entity Granite, dann World, wenn das übergeben wird, dann World und dann Super World. Gut, das gleiche kopieren wir uns hier nochmal und fügen das hier ein und dann aber nicht nur World, sondern auch Entity Living Base. Und da speichern wir in der Variable Entity. Und super tun wir natürlich dann auch nochmal Entity. Dann importieren wir noch die Welt. Und machen die Add-on-Implement-Methods. Dann haben wir nämlich hier die OnImpact-Methode. Die brauchen wir, die Variable oben müssen, brauchen wir nicht. Deshalb lassen wir einfach so, wie sie jetzt da ist. Dann machen wir if für die Partikel. Machen wir eine Abfrage. Nicht Abfrage, sondern Vorschleife. Ich bin dumm. Wie gerade heute ein bisschen durcheinander. Int i. Da könnt ihr dann drum experimentieren. Ich werde das jetzt einfach so machen, wie es ich mache. Ihr könnt ein bisschen mit den Zahlen drum experimentieren. Ich werde das jetzt einfach so machen. So sieht es recht geil aus, auf jeden Fall. I kleiner 10. I plus plus. Gut. Und dann spawn this dot world object dot spawn Partikel, dann spawnen wir da Partikel in der Welt. Da gibt es auch verschiedene Partikel. Ich hole mir die Partikel Flame. Der nächste Parameter ist dann, sind die Positionen vis.posX. Dann vis.posY und vis.posZ. Dann übergeben wir
Von den Partikeln irgendwas, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das bedeutet, ich kann es euch nicht sagen. Macht das einfach so am besten, oder ändert einfach was ab, wenn es anders sein soll. Das sind, glaube ich, irgendwie Formen oder... Ach, ich weiß es nicht. Gut, die Vorschleife ist dann fertig. Und dann fragen wir ab, if, wenn die Welt, with, dot world object dot is remote, wenn das nicht remote ist, dann with dot setdev. Dann killen wir das und dann fragen wir nochmal ab, if this.worldObject.is remote. Weil dann kann es ja nicht mehr remote sein, weil es tot ist. Gut, und dann machen wir this .worldObject.createExplosion, weil eine Granate macht ja Explosionen, wenn sie da ist. Und dann übergeben wir Entity, Carsten. Das Null zum Entity, hier kommt nämlich Null hin. Dann machen wir mit Position übergeben, wis dort was x. Dann das gleiche für die anderen Positionen auch noch, wis dort pos y und z. Und wieder ein paar Parameter, nämlich den Explosionsradius. TNT ist glaube ich 4, ich mache das jetzt einfach 4,5. Float und das ist bedeutet, ob es Blöcke zerstört oder nicht. Das mache ich auf True. True natürlich nicht, wiss. Gut, dann gibt es hier keine Fehler mehr. Das ist schön. Dann gehen wir in unsere Entity Class, Tutorial Entity Class, die wir davor erstellt haben, gehen in Register Entity, schreiben hier Create Entity. Da wird die Methode da unten aufgerufen, die hier. Create Entity. Übergeben werden muss die Entity Class. Diese Entity Class ist in unserem Fall Tutorial. Tutorial Entity Granite, den Entity Name, den nennen wir Tut Granite Grenade, passt. Die Solid Color, das ist wurscht, weil das sind nur für Spawn-Eier, die wir aber nicht machen werden. 0x, das sind Farbenkodierungen, da könnt ihr da googeln, was die bedeuten. Ich werde jetzt einfach irgendwas nehmen. So, ah, ich werde es abschreiben, was ich da mir aufgeschrieben habe. Ist eigentlich wurscht, was wir setzen, weil das brauchen wir nicht. Und hier ist es 1,4. 1,4. DADE. So. Ja, ich soll vielleicht richtig schreiben. Gut, was ist da noch für ein... Achso, ich soll der Dodge Class mal hier schreiben. Sonst funktioniert es nicht. Und dann gehen wir noch in unsere Proxys, in den Tutorial Client Side, gehen hier unter Register Render Things und machen hier ein bisschen längeres Methodenzeugs, nämlich Rendering Registry dot Register Entity Render Handler. Und übergeben muss die Entity Class, nämlich Tutorial Real Entity Granite dort Class wieder. Und als Renderer machen wir jetzt den Snowball Renderer, weil unsere Granate ist ja fast so wie ein Snowball zum Werfen, nur dass der dann halt explodiert und Damage vielleicht dann macht. Deshalb nehmen wir New, sonst müssen wir uns noch einen eigenen Renderer machen, das ist komplizierter. Render Snowball, deshalb nehmen wir den her, Render Snowball und da übergeben wir ein Item, nämlich Tutorial, also was das angezeigt wird, Tutorial.dodgeGranite. Dann passt das hier alles so. Das hier ist auch richtig. Dann können wir Minecraft starten. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann. So, wir sind nun in Minecraft. Wir sehen, es laggt dermaßen. Aber wenn wir jetzt rechts mit unserer Granate machen, sehen wir, eine Granate fliegt und sie explodiert dann. Ja, das war's dann mit diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und damit, ciao.